Kleiderschrank im Rolls-Royce. Mabea ist best quality for life. Die Mädels regeln sich auch schon rum, ne? Das macht natürlich einen besonders stolz, ne? So, what was the price of the car? 450,000. So, seid alle gegrüßt. Ihr habt ja schon mitbekommen vor ein paar Wochen, ich habe das Boss Inc. in Frankfurt gekauft. Ab jetzt gibt es einen neuen Besitzer hier und das bin ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ab heute zu mir kommen würdet. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich hier drin. Und ansonsten, Link vom Boss Inc. findet ihr hier in der Beschreibung. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich stelle erstmal keine großen Fragen, jetzt gehe ich erstmal essen, weil ich habe Hunger. Auf! Hallo Werner, was steht heute an? Ja, was steht heute an? Heute findet eine Veranstaltung statt vom Mental Motorsport Club in Mabea. Und da werde ich heute in den Club mit aufgenommen. Und da wird auf der Veranstaltung auf jeden Fall einiges los sein. Ne? Einige Leute von dort habe ich schon kennengelernt. Ja, und dann werden wir mal gucken, wer da alles noch so auftaucht. Ne? Auf jeden Fall, es werden interessante Leute da sein und vor allem interessante Autos. Heute bist du Gast bei Mental Motorsports. Wirst du mit deinem Rolls-Royce antreten? Ja, ich werde mit dem Rolls-Royce natürlich auch teilnehmen, ne? Ist ja klar. Glaubst du, du hast eine Chance mit deinem Auto? Ja gut, das weiß ich nicht. Da werden natürlich lauter großkalibrige Autos dort sein, ne? Der Rolls-Royce wird da definitiv nicht das Highlight sein, ne? Also alleine einer aus dem Motorsportclub, weiß ich ja selber, der besitzt zwei Königsegg, zwei Bugattis, zwei Ferraris, zwei Lamborghini. Der andere besitzt drei Lamborghini. Ferrari ist ja schon Standard. Ja, mal gucken. Da werden natürlich auch Klassikers da sein und alles. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Welches Hemd nehmen wir jetzt? Das oder das? Was sagst du, Adi? Das passt. Ist das besser? Ja. Nicht nur lieber weiß? Oder weiß? Komm, wir nehmen das weiße Hemd. Kleiderschrank im Rolls-Royce. Gucci oder Deutsche? Gucci. Solche Sachen muss man erstmal haben, ne? Ob man mit Gucci oder Deutsche und Cabana rumläuft. Mabea ist best quality for life. An alle da draußen, die sich jetzt wundern, wer ist Abraham? Der ist vor zwei Monaten nach Mabea gezogen. Na, hat sich in Mabea auch selbstständig gemacht. Abraham, vielleicht sagst du was dazu. Schön heute Werner kennenzulernen. Werner Frankfurt, ihr kennt seinen Channel. Ich werde heute begleiten in Mabea. Ich bin vor 12 Monaten hergezogen, aus Berlin nach Mabea. Ich gebe hier Personal Training. Wenn ihr Bock habt auf Training, kommt gerne vorbei, schreibt mich an. Das wird eine geile Sache. Auf jeden Fall danke, Werner. Oder natürlich, wenn es irgendwelche Frauen draußen gibt, die ihn Abraham attraktiv finden könnten, dann genauso auf Instagram anschreiben. Der Link findet ihr bei uns unten in der Beschreibung. Also, an alle da draußen, ne? Die Mädels regeln sich auch schon rum, ne? Das macht natürlich einen besonders stolz, ne? Aber jetzt, wenn die Kamera mal auf.
ganz kurz laufen mit deinem YouTube. Was erwartest du dir, was erhoffst du dir in einem Jahr? Erhoffen tue ich mal gar nichts, aber ich merke auf jeden Fall, dass das Kanal sehr steil nach oben aufgeht. Und ich denke mal, da werden uns noch gute Dinge erwarten. Werner, wir sind jetzt hier. Sagen wir mal, du könntest dir einen Wagen aussuchen. Welcher wäre das? Ja, der natürlich, ne? Kein Lambo Urus oder kein den, Lambo, kein von all Lambo, den Autos, die wir gesehen haben, den? Den würde ich nehmen. Warum? Den, weil das, finde ich, das geilste Auto ist. Okay, krass, krass. Ja. Wie alt ist der Wagen ungefähr? Na, die wurden, glaube ich, so bis 2001 wurden die gebaut. Sagen wir mal den letzten Preis für den Wagen. Also die werden, sage ich mal, so zwischen 150 und 200.000 werden sie gehandelt. Also da sind Autos, die sind hier, sage ich mal, dreimal so teuer wie der. Ne? Aber das ist definitiv so ein Auto. Aber ich kann da definitiv eins auch sagen. Ne? Du kannst mit dem mit Lambos rumfahren, mit Ferrari. Ja. Wenn du damit vorfährst, das ist immer noch eine ganz andere. Hast du gewonnen, ne? Das hast du gewonnen. Ich merke, Werner ist so ein Oldtimer-Lieber, das merke ich auch gerade. Aber da waren sie echt nice. Ja, ja, definitiv. Vor allem auch die Farbkombination. Ne? Hier ist. We also got some friends from Marbella, from Werner, Bob and Dean. If somebody would ask you which car are you going to take today with you? I'll put it in my car. you have to go back and show his car. I would take this car because it's a Chevrolet Chevelle Super Sport. And the reason behind it, it has the same engine as the car that my dad had in Iran. Okay, nice, it was nice. A really, really nice car. 8-cylinder engine, fast on the road and everything. Nice. But it's for the childhood. But if I want to take anything home, that would be a Lamborghini Aventador. Lambo. That's for sure. Lambo. Okay, we got it. Nice, nice. Nach dem Event werden wir hier essen gehen. Ja. MS Raw. Haben wir schon mega Hunger. Die Mädchen hat auch schon Hunger. Ganz ruhig heute. Davi hat heute auch noch nicht viel gegessen. Ich würde jetzt sagen, Adi, was denkst du, wie viele Autos stehen hier? Was denkst du? Insgesamt? Was denkst du? 50? 50. 50. Sagst du? Ja, ich denke auch mal so 50 rum, ne? Würde ich jetzt mal sagen, wir zwei gehen essen und du bist heute 50 Mann, ne? Wo die Schlüssel sind, weiß ich, ne? Hopp auf. Das ist kein Problem. Machen wir. Leute, ihr seht schon, wie langsam er läuft. Werner, merkst du, wie langsam er herläuft? Ja, ja. Bro, just introduce your car. Please, this is my car. The Aventador SV Roadster. So what was the price of your car? The price, I would say, maybe 450,000, 500,000 euros. Leute, eine halbe Million Euro für den Wagen. Das ist krass. Aber man muss ja sagen, da wird vorhin am Tisch ja unterhalten gehabt, ne? Und da hat er ja, hat er uns ja gesagt gehabt, da gibt es ja den Rolls-Royce Boat, kostet 20 Millionen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube sogar 23 Millionen Dollar. Ja gut, aber dann habe ich ja zur Antwort, naja, ob ihr 20 oder 23, das macht ja das Kraut ja auch nichts mehr weg, ne? Just a normal. But you like the car? You like the car for 20 million? Did you like it? Of course. He owns that car. Well, one of one. Ein Bootset im Kofferraum, Leute. 20 Millionen. Wenn ihr das Geld habt, 23, sorry, Werner. 23 Millionen. Wenn ihr das Geld habt, seid ihr schon, oder? Also ein kenne ich, wo er sich gekauft hat. Und das ist, glaube ich, der Jay-Z. Jay-Z, Rock Nation. Aber definitiv von allen Lambos ist das natürlich, sag ich mal, hier die Königsklasse. Ne? This is the best. Nice one. This is the nice car. Can we start here? Please. Und jetzt musst du mal vorstellen, du hättest einen Nachbarn, der das Auto fährt und der fährt jeden Morgen um 7 Uhr früh in sein Büro rein und wird dann abends erst heimkommen. Schlechte Laune. Aber ich würde sagen, einer, der so ein Auto fährt, der, denke ich mal, der fährt nicht um 7 Uhr ins Büro rein. Safe.
Also Leute, es ist heute nicht ganz einfach. Es gibt Leute, die sprechen nur Spanisch, es gibt Leute, die sprechen nur Englisch und dann gibt es solche Leute wie mich, die sprechen nur Deutsch. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Saud. Und der stellt mal ganz kurz vor, was das hier für eine Veranstaltung war. Hello, I'm Saud from Menta Motorsport. Thank you for your coming. And I'm happy to have here Bernard. For me, it's a very big pleasure to can have him and all his team here with us, because this is very big honor. I really, I love him, I respect him, and all the time I want to Bernard to can be with us. Thank you for coming. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Wieder mal Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wem es besonders gut gefallen hat, den kann jetzt den Kanal noch abonnieren, liken und teilen. Macht's gut. Tschüss.